Ja, ich bin jetzt schon gesegnet durch den Gottesdienst bis hierher. Die Lobpreiszeit, auch das prophetische Wort, ganz interessant. Wie sieht Gott mich in meinem Ist-Zustand? Und habe beide Schwestern gefragt, die dieses prophetische Wort weitergegeben haben, ob sie irgendetwas über die Predigt heute wissen. Tun sie nicht. Umso interessanter vielleicht, wenn wir hier eine Querverbindung sehen können. Genau, wir können auch gerne schon das erste Bild sehen. Ich und du. Bei uns als Familie steht durch den Umzug einiges an Veränderung an. Unser Keller und unser Speicher ist fast fertig entrümpelt. Nach 20 Jahren sammelt sich einiges an. Kennt ihr vielleicht von euren Nachbarn. Und im Haus gibt es immer mehr Umzugskartons. Im Zusammenhang mit dem Umzug steht auch für mich ein Kontowechsel an. Und so habe ich ein neues Bankkonto eröffnet, online. Auch mit über 50 fand ich das relativ einfach. Neu war für mich, dass die Legitimation online auch erfolgt. Im ersten Schritt habe ich die Daten von meinem Personalausweis eingegeben und dann gab es ein Gespräch mit der Bankberaterin am Handy, per Video, in einem Videocall. Und ich musste in die Kamera schauen, und ich sollte meinen Personalausweis zeigen. Ich sollte den Personalausweis so hinhalten, dran kippen und drehen, so verschiedene Positionen auf den Tisch legen und dann abfotografieren. Und das Ganze macht Sinn, damit die Beraterin ganz sicher ist, dass ich die Person bin, die auf dem Personalausweis so beschrieben ist. Und damit sie erkennen kann, dass der Personalausweis echt ist. Weil wenn man das dreht, dann sieht man, ist das jetzt Plastik oder ist es nur eine Kopie auf Papier. Personalausweis heißt ja auf Englisch Identity Card, also Identitätskarte. Der Personalausweis ist also quasi der Beweis meiner Identität. Der Personalausweis sagt, wer ich bin, mein Name, mein Geburtsdatum, mein Geburtsort, die Größe, zum Glück nicht mein Gewicht. Und als ich das erste Mal meinen Personalausweis beantragen musste, wusste ich gar nicht, wie groß ich bin. Wie groß bin ich eigentlich? Und dann habe ich geraten, habe gesagt, 1,73 Meter. Als ich das nächste Mal beim Arzt war, und der meine Größe gemessen hat, sagte er, du bist 1,75 Meter. Also mein Gefühl war ein bisschen falsch. Dachte ich, gut, dass es einen Arzt gibt. Gut, dass es einen gibt, der mich von außen sieht und der mich messen kann. Gut, dass es ein Metermaß gibt, das unbestechlich ist. Jetzt weiß ich meine Größe. Ich bin 1,75 Meter groß. Und bei meiner Personalausweisverlängerung habe ich jetzt die richtige Größe eintragen lassen. Jetzt steht in meinem aktuellen Personalausweis, Brille nicht auf, wo steht das eigentlich? 1,75 Meter. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, worauf will der Pastor eigentlich hinaus? Nun, in vielen Kulturen der Welt wird die Identität von außen gegeben. Das, was mich ausmacht, das wird mir von außen gegeben. In Nigeria zum Beispiel gibt es 250 Volksstämme ungefähr. Und meine Identität in Nigeria hängt damit zusammen, zu welchem Stamm ich gehöre. Zum Beispiel dem Stamm der Yoruba oder der Igbo. Das ist meine Identität. Das wird mir von außen gegeben.
Früher in Europa war das ja auch so. Wenn der Vater Schmied war, dann war der Sohn auch Schmied. Und das hat bis heute Nachwirkungen, dass das früher so war. Deswegen heißen nämlich viele Schmied. Es gibt auch andere Namen, die ihren Ursprung in den Berufen haben, die über Generationen weitergegeben worden sind. Zum Beispiel Krämer. Ja, ein Händler. Oder ein Bäcker, ein Herr Bäcker. Oder ein Herr Fassbender, der das Kölsch, die Kölschfässer gebunden hat. Das ist der Fassbender. Und so war das damals. Gut, dass es heute nicht mehr so ist. Meine Identität, weiß ich, wird nicht von außen festgelegt, sondern das, was in mir drinne ist, das ist meine Identität. Ich muss mich nicht nach dem richten, was andere von mir erwarten. Meine Überzeugung ist, ich muss in mir das entdecken und das dann entfalten. Oder wir sagen heute outen. Das muss ich outen, was tief in mir drin steckt. Was steckt eigentlich in mir? Ich habe drei Schwächen. Das eine ist Vergesslichkeit, das andere ist Dingens und das dritte ist das andere, weiß ich nicht mehr. Was steckt eigentlich in mir? Naja, also bei aller Befreiung, dass ich mich nicht nach dem richten muss, was andere von mir sagen, könnte ich auch Zweifel haben, ob ich wirklich meine Identität, ich tief in mir im dritten Stockwerk im Keller finde. Was ist, wenn das gar nicht so eindeutig ist, was in mir ist? Wenn vielleicht sogar manches widersprüchlich ist in mir drinnen. Ich glaube, deswegen gibt es bis heute einen anderen Ansatz, die eigene Identität zu entdecken, eben nicht in mir selbst, sondern von außen. Das war jetzt ja nur so eine kleine Geschichte mit dem Personalausweis, aber es ist so ein Beispiel dafür, meine Identität wird mir von außen bestätigt. Es gibt also bis heute einen anderen Ansatz, die eigene Identität zu entdecken. Nicht in mir selbst, sondern von außen. Im Miteinander mit anderen Personen. Und vielleicht besonders von Personen, die mir viel bedeuten und denen ich viel bedeute. Eins meiner Identitätsmerkmale neben Vergesslichkeit ist zum Beispiel braune Augen. Jedenfalls sagen mir das andere. Ich kann das nicht so gut sehen. Auch im Spiegel nicht, wenn ich meine Brille nicht aufhabe. Ich habe wohl braune Augen. Und es bedeutet mir besonders viel, wenn Ophelia mir das sagt. Du hast braune Augen und die sind sehr schön. Das ist schön. Das hört sich gut an. Also ich merke, die Beschreibung von Identitätsmerkmalen, braune Augen von außen ist eine Sache, aber eine positive Bewertung. Ey, was für eine coole Frisur. Eine positive Bewertung ist etwas Schönes. Und ich merke, es ist mir eben nicht egal, ob Menschen, die mir nahestehen, meine Frisur, meine Augen schön finden oder nicht. Es ist mir nicht egal. Ach, stich drüber. I go my way. I did it my way. Und nichts bereuen. Nein, würde ich nicht so immer unterschreiben. Also ich fasse mal so weit zusammen. Meine Identität, wenn ich sie entdecken will, gibt es zwei Ansätze. Das erste ist, ich schaue tief in mir selbst, in mich hinein. Und dann entfalte ich das, was da so in mir drin ist. Und das zweite ist, meine Identität bildet sich im Miteinander mit einem Gegenüber. Ich werde gespiegelt. Und in einem guten Fall werde ich wertgeschätzt. Mit meinem Merkmal, in meinem Ist-Zustand, wie das prophetische Wort heute war. Was für ein starkes prophetisches Wort. In meinem Ist-Zustand gewertschätzt. Wow, was ist das? Letzte Woche war ich beim Kardiologen, ein Herzspezialist, weil ich seit 20 Jahren einen Herzschrittmacher trage. Und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist dann eine Kontrolle von meinem Herzschrittmacher. Dieser Herzschrittmacher hat einen Speicher und er hält Besonderheiten fest. Wenn mit dem Herz mal was nicht ganz in Ordnung war, das wird gespeichert.
Und diesmal war etwas. Da sagt der Arzt, der Puls war höher als normal. Er war bei etwa 180. War ganz schön hoch. Puls von 180. Und zwar 30 Sekunden lang. Und dann fragte mich der Arzt, was haben Sie am 28. September um 9 Uhr gemacht? Habe ich auch gesagt. Das Gleiche habe ich auch gesagt. Keine Ahnung, was weiß ich, was ich da gemacht habe. Wenn ich geschlafen habe, habe ich wohl einen schlechten Traum gehabt. Ich weiß es nicht. Zu Hause ist es mir eingefallen. Ich habe im Kalender geguckt, es war ein Samstag. Samstag, 28. September, 9 Uhr. Was habe ich da wohl gemacht? Ja, da fiel es mir ein. Ja, genau. Ich war mit dem Hund im Park. Genau. Und mein Hund Sam, ein Collie, ist immer an der Leine. Also ehrlich gesagt, heute Morgen nicht. Aber es war dunkel und es war sonst keiner da. Aber er ist eigentlich immer an der Leine. Und als ich mit ihm unterwegs war, am Samstag, den 28. September, kurz vor 9 Uhr, kamen zwei kleine Hunde auf meinen großen Hund Sam zu. Ohne Leine. Und das Herrchen, das so 20 Meter dahinter humpelte, rief seine zwei kleinen Hunde. Aber die haben nicht gehört. Die haben im Laufen noch den Mittelfinger gezeigt, nach hinten. Sie sind noch schneller gelaufen auf meinen Hund Sam zu und haben gekläfft. Das ist ein Geräusch, was mein Hund nicht so mag. Aber mein Hund Sam war ausnahmsweise sehr ruhig und ich wollte keinen Stress. Also habe ich mich umgedreht und bin zurückgegangen. Aber die kleinen Tiere liefen weiter und schneller hinter uns her. Und dann dachte ich, wieso soll ich mir jetzt eigentlich die Mühe machen? Ich bleibe jetzt mal stehen, drehe mich um. Volles Vertrauen in meinen Hund. Drehe mich um und die beiden kommen auf Sam zu, kläffen ihn an, bauen sich vor ihm auf und fangen an, ihn zu beißen. Da jetzt bin ich mal gespannt. Und dann hat mein Hund seine beiden Pfoten, also mein Hund, also Rückenhöhe, wenn der sich stellt, sind seine Pfoten auf meiner Schulter, ist ein bisschen größer, hat also mit beiden Pfoten beide Tiere auf den Boden gedrückt und hat ein bisschen gebissen, also nicht schlimm. Und dann habe ich meinen Hund weggezogen, mir ging es dann besser. Und die beiden sind abgehauen. Und dann habe ich das Herrchen deutlich gebeten, das nächste Mal doch die Hunde anzuleihen. Er hat mich beschimpft. Ich bin dann dreimal durchgeatmet, kopfschüttelnd weitergegangen. Und die Passanten, die dabei waren, haben auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Und für mich war das eine Situation, dass der Puls auf 180 hochging. Ich war innerlich aufgewühlt. Ich war wütend eigentlich auch. Diese Köter ohne Leine, so schlecht erzogen. Und das war das zweite Mal. Die kamen nämlich schon mal auf meinen Hund zu. Puls von 180. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Interessant ist vielleicht im Stress. Wer bin ich? Wenn ich überfordert bin, wenn ich Angst habe, wenn ich Wut im Bauch habe. Wer bin ich? Was kommt dann aus mir raus in der Situation? Also der Samstag, der 28. September, war ein schlechter Tag für mich und besonders schlecht um 9 Uhr. Die Bibel berichtet, dass Jesus von Nazareth auch mal einen schlechten Tag erwischt hat. Er hat nämlich rausbekommen, dass sein Kassenwart Geld veruntreut hat, über einen langen Zeitraum. Und in der Summe viel Geld, Spendengelder. Ja, was für eine Enttäuschung. Volles Vertrauen gehabt, was für eine Enttäuschung auch gegenüber den Spendern und die Frage, ob die Gemeinnützigkeit vielleicht aberkannt wird, Körperschaftssteuerbefreiung und so weiter. Was für eine Enttäuschung. Aber das war an dem Tag nicht alles. Jesus wusste, dass er in Kürze verhaftet wird. Und obwohl er seine Jünger immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das kommen wird, beteuerten sie ihn. Sie meinten, sie wären soweit, sie beteuerten, dass sie ihn niemals im Stich lassen würden. Aber Jesus wusste an dem Tag, dass alle 12 ihn hängen lassen würden. Was für eine Enttäuschung, was für ein schlechter Tag.
Und die Bibel berichtet von diesem Tag. Jesus war nicht der 28. September, war ein anderer Tag. Jesus wusste, heute Abend ist das letzte gemeinsame Abendessen im Restaurant. Tisch reserviert für 13 Personen, das letzte Mal zusammen. Und Jesus wusste in diesen Tagen, alle werden mich im Stich lassen. 3 Jahre intensive Freundschaft mit den Jüngern wie vergessen. Was für eine Enttäuschung, die Jesus auf sich zukommen sah. Jesus hatte einen schlechten Tag. Ja, was kam aus ihm raus gegenüber seinen Jüngern, als der Kellner kam, um die Teller abzuräumen nach dem letzten Abendessen? Und als er fragte, noch einen Kaffee, Cappuccino, Espresso? Was kam aus Jesus in diesem Moment raus? Und da steigen wir ein in den Bibeltext Johannes 13, Verse 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Was macht Jesus in dieser Ausnahmesituation an diesem schlechten Tag? Enttäuscht von den Jüngern. Was kommt aus ihm raus? Welche Identität wird jetzt sichtbar? Jesus wäscht die Füße. Für uns ist die Fußwaschung vielleicht etwas befremdlich, außer für Claudia und für Ruth. Etwas befremdlich, aber im Orient üblich. Die Straßen sind staubig und matschig, die Schuhe sind bestenfalls Sandalen. Ich glaube, damals wurden schon Birkenstock getragen. Die Füße werden dreckig beim Laufen. Sie werden entweder staubig oder, wenn es regnet, matschig. Die Straßen waren damals, glaube ich, noch nicht aus Asphalt. Es waren Feldwege. Es gab auch Steine am Weg, an denen man sich stoßen konnte. Ohne Stahlkappen an den Sandalen. Feldwege. Es gab Brennnesseln, Disteln, an denen man sich stechen konnte, kratzen konnte. Es gab Insekten, die dann noch in den Fuß reingestochen haben. Ja, eine Fußwaschung nach so einer Wanderung mit solchen Füßen war sehr angenehm für einen müden Läufer. Eine Reinigung, der Staub von den Füßen und eine Pflege. Die Füße waren strapaziert, gerissen durch die Sonne und den Dreck. Wohltemperiertes Wasser. Oh, was für eine Entspannung. Fußwaschung war was Schönes. Und ein Gastgeber, der etwas auf sich hielt oder es sich leisten konnte, hatte Sklaven, die den Gästen die Füße dann gewaschen haben, wenn sie reinkamen. Ein Gastgeber, der nicht so viel Geld hatte, war ja immerhin vielleicht noch verheiratet, beauftragte seine Frau. So war das. War die Welt noch in Ordnung. Er selbst hat das auf keinen Fall gemacht. Auf die Knie vor den Gästen. Mit den Händen, mit dem Gesicht so dicht am Dreck der Füße. Der Geruch von Schweiß, nee, das war nichts, um es auf Lunge zu ziehen. Jesus aber kniet vor den Jüngern und hat die Nase am Dreck. Vielleicht ist einer gerade durch den Hundehaufen gelaufen von meinem Hund Sam. Die sind groß. Die Nase an den Schweißfüßen. Jesus entscheidet sich, die Füße zu waschen, denen, die ihn bald im Stich lassen werden. 3 Jahre Jüngerschaft für die Katz, FDK. Ich hätte, glaube ich, nicht die Füße gewaschen. So spontan. Vielleicht den Kopf hätte ich gewaschen. Ich möchte uns einladen, einander die Füße zu waschen. Das meine ich jetzt nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn. Und nicht den Kopf zu waschen. Wenn die letzten Worte des Elektrikers sind, blaues oder schwarzes Kabel, und des Baumfällers, der Baum fällt nach hinten und des Beifahrers rechts ist frei, dann würde ich sagen, die letzten Worte sind, lasst uns einladen, einander die Füße zu waschen und nicht den Kopf. Lasst uns die Einheit bewahren in der Gemeinde, auch wenn wir einander enttäuschen. Enttäuschen. Und lasst uns einander zurechtbringen, nicht von oben herab. Die Füße sind unten. Von unten nach oben.
Und wenn du jetzt denkst, na endlich sagt das mal einer, dass demnächst ich ja besser behandelt werde, nicht so von oben herab, dann bitte ich dich ganz zaghaft, ehrlich zu überlegen, ob die Botschaft nicht mindestens genauso wichtig für dich ist, andere nicht von oben herab zu behandeln. Denn ich kann als Leiter von oben herab Gottesdienstbesucher, Mitglieder behandeln, aber ich kann auch als Mitglied und Besucher Leiter von oben herab behandeln und den Kopf waschen, der ist oben und nicht die Füße. Was hat Jesus eigentlich motiviert, so zu handeln in dieser Ausnahmesituation? Oder anders gefragt, was war eigentlich in ihm, was jetzt rauskam, was war seine Identität, die jetzt im Stresstest sichtbar wurde? Und die Antwort haben wir gerade schon gelesen. Sie steht nämlich im Bibeltext schon drin. Ist euch das aufgefallen? Jesus stand vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz, umgürtete sich, danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Was fehlt? Ihr habt nicht aufgepasst. Was fehlt? Genau. Der Vers 3 fehlt hier. Und er kommt jetzt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Dann stand Jesus vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und gürtete sich, goss Wasser in das Becken und wusch ihm die Füße. Die Identität von Jesus, so lesen wir es in diesem Vers, ist, Jesus hatte einen klaren inneren Kompass. Er hatte klare Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Jesus wusste, wo er herkam. Wo komme ich eigentlich her? Er kam von Gott. Jesus wusste, wo er hinging. Wo gehe ich eigentlich mal hin? Er geht zu Gott zurück. Und Jesus wusste, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Kind Gottes zu sein, der Vater. Jesus hatte eine innere Sicherheit, dass er sich keine Sorgen machen muss, wie es jetzt weitergehen soll, weil er wusste, der Vater hat schon alles in seine Hände gegeben. Vielleicht bist du hier und hast Sorgen und sagst, wie soll das eigentlich morgen weitergehen? Und vielleicht bist du sogar hier und sagst, ich habe ehrlich gesagt keine Antwort auf die großen Fragen. Wo komme ich eigentlich her? Bin ich ein Zufallsprodukt der Evolution? Bin ich ein Unfall meiner leiblichen Eltern, ungewollt? Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe keine Antwort auf die Frage, wo gehe ich hin? Was ist, wenn der Sargdeckel über mir zufällt? Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß nicht, was der Sinn hinter all dem im Leben ist. Jesus, der neue Mensch, der in dir Wohnung beziehen will, möchte dir Sicherheit geben. Gott ist wie ein Vater. Und er möchte dir die Sicherheit geben. Gott, der Vater, hat alles in deine Hand gegeben, was du brauchst. Puh. Und Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Willst du darauf deine Hand einschlagen? Jesus aber wusste, er hatte eine innere Gewissheit, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Woher wusste Jesus, dass der Vater alles in seine Hand gegeben hat, obwohl es im Moment wirklich nicht so aussah? Geld weg, alle werden ihn verlassen. Woher wusste Jesus, wo er herkam, wo er hingehen würde, wie es weitergehen soll? Woher wusste er, dass Gott sein Vater war und er Kind Gottes? Matthäus, einer von den Jüngern von Jesus, hat recherchiert, wie die Taufe von Jesus ablief und hat aufgeschrieben, wir nennen das das Evangelium nach Matthäus in Kapitel 3 ab Vers 16. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude.
Gott selbst spricht Jesus von außen diese Identität zu. Kind Gottes, gemocht im Ist-Zustand, gewertschätzt, von Herzen geliebt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Jesus wusste um seine Identität. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Ich glaube, dieses Wissen ist umkämpft. Nach der Taufe ist Jesus in Anfechtung geraten. Der Teufel hat ihm in der Wüste massiv angefochten. Und es ging nur um eins: die Identität als geliebtes Kind Gottes. Der Teufel macht 3 Anläufe in der Wüste und alle fangen an mit: Wenn du Gottes Sohn bist, bist du das überhaupt? Bist du überhaupt Kind Gottes? Wenn du Gottes Sohn bist. Der Teufel versucht, die Kindschaft Gottes anzuzweifeln. Und das ist die entscheidende Schlacht. Wenn ihm das gelingt, ist der Krieg gewonnen. Und er versucht es bis heute. Auch bei dir. Es hat sich nichts geändert. Die entscheidende Schlacht des Teufels ist die Schlacht um meine Identität. Nicht die hier. 2 Zentimeter. Was ist meine Identität? Mein Erfolg, meine Arbeit? Was ist, wenn ich in Rente gehe? Was bin ich dann noch? Was ist meine Identität? Mein Partner? Ja, was ist, wenn es Streit gibt oder Scheidung? Krankheit, Tod? Wer bin ich, wenn mein Partner nicht mehr da ist? Bin ich dann nichts mehr? Was ist meine Identität? Mein tolles Aussehen? Also, jetzt nicht von mir, sondern grundsätzlich. Was ist, wenn ich älter werde? Was ist meine Identität? Freunde? Ja, was ist, wenn sie mich enttäuschen und verraten? Ist meine Identität Reichtum? Herzlichen Glückwunsch bei Inflation, Börsencrash, Immobilienblase, die platzt. Was ist meine Identität? Meine Sexualität? Hetero, homo, trans? Alles? Was ist meine Identität? Wenn Sexualität meine Identität ist, was ist, wenn ich keinen Partner habe? Bin ich dann nichts? Oder wenn meine Potenz schwindet, was bin ich dann? Bin ich nichts? Jesus hat oft die Zweisamkeit mit Gott im Gebet gesucht. Und immer wieder hat er sich dort als Kind Gottes verortet. Immer wieder seinen Kompass ausgerichtet. Kind Gottes, du bist mein Vater. Im Neuen Testament lesen wir neunmal davon, dass Jesus sich zurückgezogen hat. In die Stille vor Gott, dem Vater. 9-mal. Das ist mehr als Warnung vor Ehebruch. Ehebruch ist keine tolle Sache, aber das wird mehr erwähnt. Letztlich suche ich doch Identität in etwas, das größer ist als mich, als ich bin. Etwas, das größer ist als meine Erscheinung. Ich glaube schon. In der Reihe Herr der Ringe, in dem Buch Die 2 Türme, wird gesagt, kommt das Zitat her, das Lob des Hochgelobten ist höher als aller Lohn. Das Lob des Hochgelobten ist höher als aller Lohn. Wenn mich einer lobt, der ganz weit oben ist, das ist unbezahlbar. Was ist, wenn mein Ideal zerbricht? Oder anders gefragt, wie barmherzig ist eigentlich mein Ideal, mein Gott, wenn ich das nicht erreiche? Wenn mein Gott Leistungssport ist und mein Kreuzbandriss doppelt, dreifach, zehnfach, ich nie wieder belastbar sein werde. Wie barmherzig ist dein Trainer und sagt, du kannst weiter deinen Stammplatz haben in der Mannschaft. Ist er so barmherzig? Wenn mein Gott meine Traumfigur ist, wie barmherzig ist eigentlich meine Waage, wenn ich 5 Kilo zugenommen habe? Nimmt meine Waage mein Übergewicht auf sich, damit ich das Idealgewicht bekomme? Wisst ihr was? Mein Gott macht das. Er nimmt meine Fehler auf sich, damit ich vor ihm bestehen kann. Das ist mein Gott. Macht dein Gott das auch so? Oder willst du meinen Gott kennenlernen?
Wenn die Identität von Jesus von Nazareth wäre, Lehrer zu sein, Guru, dem viele folgen. 12 Follower. Wenn das die Identität von Jesus wäre, ein toller Hecht zu sein, alle finden, oh, da kommt Jesus. Hier, ich bin da. Könnt ihr vielleicht schon mal den Teppich ausrollen. Wenn das seine Identität wäre, dann wäre mit dem Verrat von Judas oder Petrus seine Welt zusammengebrochen. Dann hätte sich nämlich gezeigt, wie unbarmherzig der Gott Freundschaft ist. Und Freunde sind wichtig, aber wie unbarmherzig das sein kann. Oder wie unbarmherzig auch Erfolg in der Gemeinde sein kann. Ich habe in den letzten Wochen einige Personen besuchen dürfen aus der Gemeinde. Und ich habe auch Personen besucht, die aus der Gemeinde ausgetreten sind. Die von mir enttäuscht waren als Pastor. Ja, also wenn das ein Pastor ist, dann trete ich aus. Ich habe sie besucht. Ich habe als Pastor Menschen enttäuscht. Ja, so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt als Pastor. Und sie sind ausgetreten und weggegangen. Ich habe manche enttäuscht, sind weggegangen. Und vielleicht sind auch heute manche hier und sind enttäuscht. Ja, der geht jetzt weg mit seiner Frau. Lässt uns hier zurück, alleine. Menschen können enttäuschen, ich kann das auch. Und ich verrate euch ein Geheimnis, Eljo kann das auch. Er kann euch auch enttäuschen. Er ist anders als seine Vorgänger. Und ich glaube, das ist gut, dass er anders ist als seine Vorgänger. Und ich bitte dich, gib ihm eine Chance. Ich glaube, er ist nicht der liebe Heiland. Er kann nicht über Wasser gehen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Er kann dich enttäuschen. Und Esther strahlt immer wie die Sonne. Aber vielleicht wird sie mal nicht strahlen. Heute hat sie mich nicht angestrahlt. Vielleicht wird sie dich sogar mal kritisieren. Zu Recht oder zu Unrecht. Vielleicht hat sie auch mal einen schlechten Tag. Kann ich mir nicht vorstellen. Menschen enttäuschen. Und ich möchte, letzte Worte, ne? Blaues Kabel oder schwarzes, der Baum fällt nach hinten, rechts ist frei. Letzte Worte, mach dich nicht abhängig von Menschen. Mach deine Identität nicht abhängig von der Zuneigung eines Menschen und auch nicht vom Idealbild eines Pastors, weil dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Ich komme zum Schluss. Jesus wusste, Gott ist Vater. Jesus wusste, ich bin Kind Gottes. Jesus wusste, meine Identität kommt von außen durch eine geliebte Person und das gibt mir Selbstbewusstsein und Wertschätzung. Und diese Person ist mehr als Tolkiens Hochgelobter. Es ist der Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Jesus ist der neue Mensch. Nicht ein krasses Vorbild, einfach wo wir hinterher tigern. Wir dürfen in seinen Fußspuren laufen. Und er ermöglicht mir eine neue Identität als Kind Gottes. Ich bekomme Identität von Gott selbst und erlebe eine Wertschätzung, die mir in Stresssituationen hilft, Puls 180, die Orientierung nicht zu verlieren. Willst du das auch? Dann möchte ich dich im Anschluss an den Gottesdienst einladen, ein Gebet zu suchen, ein Gespräch. Herzlich willkommen. Amen. Thank you.